Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Mietendeckelklage nimmt erste Hürde. BVG testet neue Ticketautomaten und das Wetter. Wolkenregen, aber auch Sonne, es ist alles dabei und das bei Werten um die 7 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 18. Februar 2020. Für die von Union und FDP im Bundestag geplante Verfassungsklage gegen den Berliner Mietendeckel zeichnet sich nach Angaben der CDU breite Unterstützung ab. In der Unionsfraktion hätten mehr als 190 der 246 Abgeordneten das Vorhaben unterzeichnet, teilte der Berliner CDU-Abgeordnete Jan-Marco Lutschak am Dienstag mit. Damit sei das notwendige Quorum von 178 Unterstützern bereits erreicht. Da auch die FDP sich an der Klage beteiligen wolle, werde diese am Ende wohl von mehr als 250 Bundestagsabgeordneten unterstützt. Der vom Abgeordnetenhaus beschlossene Mietendeckel tritt nach Veröffentlichung im Gesetzesblatt voraussichtlich an diesem Sonntag in Kraft. CDU und FDP gehen davon aus, dass das Land keine Gesetzgebungskompetenz für diesen Bereich hat und wollen das vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Auch auf Landesebene haben beide Parteien Verfassungsklage angekündigt. Nach einem tödlichen Überfall auf eine Gruppe von Männern vor dem Berliner Tempodrom am Freitagabend fahndet die Kriminalpolizei weiter nach den Tätern. Bei den Angreifern soll es sich nach den bisherigen Erkenntnissen vermutlich um mehrere Männer handeln. Darauf deuten nach dpa-Informationen das Vorgehen der Täter und die vielen abgefeuerten Schüsse hin. Außerdem sollen am Tatort nach Medienberichten mindestens zwei verschiedene Arten Patronenhülsen gefunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft teilte offiziell nichts Neues zu dem Fall mit. Die Mordkommission ermittle intensiv, hieß es nur. Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera hofft die Berliner Polizei auf Hinweise zu einem mutmaßlichen Räuber. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, soll der bislang Unbekannte am Mittwoch, den 13. November 2019, in Mariendorf einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Demnach war der Mann gegen 19.50 Uhr von dem Filialleiter des Drogeriemarktes am Mariendorfer Damm angesprochen und zum Vorzeigen einer mitgeführten Tüte aufgefordert worden. Nach einem kurzen Wortwechsel soll sich der Unbekannte an dem Filialleiter vorbeigedrängt und ihn mit einem als Metalldorn beschriebenen Gegenstand bedroht haben. Dann flüchtete er mit den gestohlenen Waren aus dem Geschäft. Der 38-jährige Filialleiter blieb unverletzt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die BVG testet in den kommenden 18 Monaten neue Ticketautomaten, bei denen Kunden ihre Fahrscheine bargeldlos kaufen können. Eingesetzt werden die neuen Automaten in den Straßenbahnen der Linien M5 und M10 und im BVG-Kundenzentrum im Bahnhof Alexanderplatz. Sie sind mit großen Touchscreens ausgestattet und es können fast alle BVG-Produkte bis hin zur Monatskarte gekauft werden. Kunden können ihre Tickets dann mit Bankkarte, Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay bezahlen. Die Fahrgäste sind dazu aufgerufen, vor Ort oder per Online-Umfrage Feedback zu den neuen Automaten und Funktionen zu geben und ihre Wünsche zu äußern. Wie soll die ideale Menüführung sein? Ist es eher so wie die App, die Ticket-App, die sich großer Beliebtheit erfreut, ist es eher so wie die klassischen Automaten heute. Deswegen testen wir unterschiedliche Bedienoberflächen. Wir testen aber auch andere Zahlungsmittel, weil selbstverständlich haben die neuen Automaten quasi alle unbaren Zahlungsmittel von Kreditkarte, EC-Karte, Apple Pay, Google Pay. Und da wollen wir herausfinden, was wird denn vom Kunden tatsächlich genutzt? Haben wir einen Unterschied zum stationären Automaten, zu dem Automaten an U-Bahn-Stationen? Wer lieber klassisch mit Kleingeld bezahlen möchte, findet auch in jedem der 36 Testzüge einen Münzautomaten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es bedeckt und die Tiefsttemperaturen liegen um die 4 Grad. Der Mittwoch startet mit Regen. Gegen Mittag bricht die Wolkendecke dann auf und auch die Sonne bekommt eine Chance. Gegen Abend wird dann wieder der Regenschirm gebraucht. Das Quecksilber steigt maximal auf 7 Grad.
Und der Ausblick bleibt durchwachsen. Grau und regnerisch wird es am Donnerstag. Am Freitag sieht es dann ein bisschen besser aus. Es erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und in den Mittagsstunden auch Regen. Eine geschlossene Wolkendecke trübt dann wieder die Sicht am Samstag und auch der eine oder andere Schauer wird dabei sein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.